Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit Builderall deine Webseite in ja weniger als 2 Minuten DSGVO-konform machst. Das geht super einfach. Zunächst mal musst du dich in deinen Builderall-Account einloggen. Ich habe dann hier so Testseiten, die ich dafür immer verwende. Ich klicke hier auf Bearbeiten und ja, hier auf dieser Testseite, da tobe ich mich dann immer so ein bisschen aus und probiere verschiedene Dinge dann auch mal aus. Und genau, jetzt kannst du im Prinzip hier über dieses Zahnrad-Symbol relativ einfach deine Seite DSGVO-konform machen. Und zwar klicken wir einfach mal hier drauf und jetzt siehst du hier die DSGVO-Konfiguration. Hier klicken wir drauf und jetzt ist hier oben standardmäßig der Haken nicht gesetzt. Das heißt, wir machen jetzt hier den Haken rein, aktivieren quasi die DSGVO-freundliche Seite und haben jetzt noch die Möglichkeit, hier Hinweise und die Ansicht anzupassen. Und ja, hier kannst du im Prinzip folgendermaßen vorgehen. Du gehst zuerst auf Hinweise anpassen und jetzt kannst du die Box bzw. den Cookie-Banner so gestalten, wie du das Ganze möchtest. Denn ein Cookie-Banner ist im Prinzip nichts anderes wie zum Beispiel hier auf der rechten Seite am oberen Bildschirmrand oder am unteren Bildschirmrand ein spezielles Fenster, ja, auf den darauf hingewiesen wird, dass deine Webseite eben Cookies nutzt. Und seit der Datenschutzgrundverordnung, eben die ja im Mai in Kraft getreten ist, und mit der E-Privacy-Verordnung, die im Jahr 2019 wohl kommen wird, soll ja dem Besucher der Webseite ermöglicht werden, die Auswahl zu treffen, ob er Cookies erlaubt oder halt eben nur die Cookies akzeptiert, die zum Betreiben der Webseite notwendig sind. Und ja, und das kann man eben hier sehr, sehr schön einstellen, indem du hier zum Beispiel auf Überschrift bearbeiten gehst. Das kannst du hier den Titel abändern. Das lasse ich jetzt aber einfach so. Es dient ja nur quasi zu Schulungszwecken, ja, wenn man das so will. Und dann hast du hier den Haupttext. Du hast den Zustimmen-Button. Hier kannst du einmal dann akzeptieren, dann reinschreiben. Oder hier verweigern, ja, steht hier drin. Dann haben wir hier den Informationsbutton, ja. Und hier kannst du dann zum Beispiel einen dritten Button hinzufügen. Wenn du hier drauf gehst, kannst du sagen, okay, mehr Informationen oder hier mehr sehen und kannst hier dann deinen Link zu deiner Datenschutzerklärungsseite hinterlegen. Und du könntest jetzt auch hier beim Ablehnen-Button dann zum Beispiel einfach draufschreiben, nur notwendige Cookies akzeptieren, ja, oder nur notwendige Cookies erlauben. Genau, dann hast du hier die Möglichkeit, die Hintergrundfarbe zu verändern. Du kannst ja hier auch im Prinzip den Radius, also du kannst die Ecken hier abrunden. Ja, siehst du dann auch immer hier, wie das dann aussieht. Du könntest einen Schatten einfügen, aber das sind aus meiner Sicht alles individuelle Geschichten, die du dann für dich entscheiden kannst. Gehst dann hier auf Bestätigen und was du jetzt noch tun solltest, ist hier die Ansicht anpassen. Und zwar, wo soll denn das Ganze auf deiner Webseite erscheinen? Hier ist immer standardmäßig das ausgewählt. Du kannst aber hier auch oben am Rand es machen oder hier rechts unten, oben rechts. Also es wäre dann hier in der Ecke. Du kannst oben links machen, das wäre hier in der Ecke. Dann unten links, ne? Und oder halt oben, wie gesagt, oben am Rand, unten am Rand, also wo auch immer du das möchtest. Ich mache hier meistens oben links. So, und jetzt haben wir hier noch die Position. Ja, wo willst du das Ganze haben? Da würde ich jetzt einfach auch mal hier Standard drin lassen. Klickst hier auf Bestätigen, sagst Bestätigen, Speichern. Und jetzt ist wichtig, hier oben noch einmal über das Diskettensymbol das Ganze zu speichern, damit es dann auch, dann auch, wenn du es veröffentlichst, dass es dann auch abgespeichert ist. Sonst werden die Änderungen nicht übernommen. Jetzt muss ich hergehen, das Ganze einmal kurz hier aktivieren. Geht auch sehr einfach. Ich veröffentliche die Seite kurz. Genau, das haben wir jetzt auch. Und jetzt siehst du, jetzt wird das Ganze hier blau. Und jetzt kann ich hier einfach auf den Link klicken und die Seite öffnet sich. Und dann erscheint dann halt hier oben links dann auch der Cookie-Banner. Ist jetzt bei mir hier nicht der Fall, weil ich das schon mal auch ausprobiert habe und schon mal bestätigt habe. Und deswegen erscheint der jetzt hier nicht, aber der würde jetzt hier oben dann
erscheinen, so wie du es halt eben eingestellt hast. Wir haben ja hier links oben ausgewählt und deswegen würde der hier jetzt links oben dann erscheinen. Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn das für dich hilfreich war, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal oder teile das Ganze auch gerne mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen die Infos interessant sind. Ja, ich freue mich von dir zu hören, wünsche dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.